und ein Tagebuch. After a fortnight, I was at last granted an audience with Her Majesty, Himiko of Yamatai. I must confess, she is unlike any woman I have ever encountered. Beautiful, yet inscrutable, calculating even. She surrounds herself with her priestesses of the sun. No men attend her, save the general of her armies. When I met with her alone, I came to realize that she is not at all what she seems. I was sent by my lord to spy on her, to assess the strength of her armies. But now, I feel she is the one assessing me. My lord has perhaps underestimated the threat of Yamatai. Though I cannot gauge the true strength of her storm god, I cannot deny a powerful feeling that the Sun Queen should not be trifled with. Ja, eine alte Schriftrolle, es müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Der hat darüber geschrieben, dass sie sich halt nur mit ausgewählten Priesterinnen umgibt und dass er spionieren sollte, um zu gucken, wie die Truppenstärke von ihr ist, und er sollte sie analysieren. Doch mittlerweile hat er das Gefühl, dass sie ihn analysiert und dass es nicht ratsam wäre, die Himiko anzugreifen und da einen Konflikt vom Zaun zu brechen. So, ich gehe mal kurz hier runter, oder? Es gibt jetzt ja mehrere Etagen von dem Haus. So. Da liegt noch ein Relikt. This must have belonged to a US Marine. Were they on the island in force or just an advance party? Ein Flachmann von einem US Marine. These marks represent friends lost or enemies killed. Either way, he needed a drink. Tja, da weiß man jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt Freunde sind, die er da eingraviert hat, die gestorben sind, oder ob es Gegner sind, die er getötet hat. Auf jeden Fall hat diese Strichliste, die er da drauf gekratzt hat, irgendeine Bedeutung. Nur wissen wir nicht ganz, welche das sein könnte. So, diese Barrikade, die man hier sieht, die muss man auch mit einem bestimmten Gegenstand öffnen. Das heißt, auch da müssen wir wieder zurückkehren, wenn wir diesen Gegenstand haben. Momentan geht das aber noch nicht. Und sie sollte unbedingt, wenn sie das Zeug hat, die ganzen Medikamente, sollte sie ihren Arm verarzten. Gut. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt runterspringen, oder? Doch, komm. Na komm. Och. Na. Geocache. Achso. Ich wollte jetzt gerade die Fackel anzünden. Da geht's nicht rein. Das hatten wir jetzt gerade schon. In der Ferne war jetzt wieder ein Wolf am Miaulen. Heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt weiter nach oben kommen. Ich glaube, hier müssen wir drüber, oder? Ja, über dieses Wrack. So. So, ganz ruhig bleiben. Und die Fackel ist aus. Na toll. Das hat sich gerade so ein bisschen wie ein Warnschuss angefühlt. So von wegen, hey, du kannst hier gerne weiter auf der Insel rumlaufen, aber es wäre nicht ratsam. So hat sich es gerade angefühlt. Eieiei. Naja, und der Matthias hat ja in seinen Tagebüchern auch angedeutet, dass da irgendwie der Sturm so eine Art Eigenleben zu führen scheint. So. Hier rüber und wieder zurück. Das Spiel. Wir bleiben jetzt mal alle ganz ruhig. Geht's hier weiter? Ne, geht's nicht. Was ist das hier? Geocache. Ich glaube, das war jetzt irgendwie ein Grabmal. Oha. Müssen wir da wirklich rein? Guck mal, hier sind schon andere Leute reingelaufen, die wieder rausgekommen. Mhm. Ja,
Wir sind nur hier, wollen das holen. Alles gut. Bitte lass uns in Ruhe. Raus aus der Höhle, bitte. Okay. Got to get this back to Roth. Raus aus der Höhle. Oh Gott. Boah, geh weg. Der arme Wolf. Ich weiß nicht, ob Wölfe wirklich so aggressiv sind. Also, ich meine, klar, sie ist jetzt gerade in der Höhle von denen unterwegs, aber ich bin mir nicht sicher, ob Wölfe wirklich so aggressiv sind im echten Leben, weil Hollywood und auch die Spieleindustrie und auch sonstige Medien haben es irgendwie geschafft, den Wolf so darzustellen, als wäre das absolute Raubtier und total aggressiv und so. Er steht nicht unbedingt im besten Licht da. Manchmal scheint es Leute regelrecht zu freuen, wenn sie dann mitbekommen, dass die Wölfe gejagt werden und ausgelöscht werden. So nach dem Motto, die haben es ja eh nicht anders verdient, die Viecher. Und das ist halt ein bisschen gefährlich irgendwie, das Ganze. Also, wir haben jetzt die nötigen Sachen, um den Roth wieder auf die Beine zu bringen. Und das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Nur hier irgendwie rüberkommen. Da hinten liegt er und jetzt können wir ihn verarzten. Right. Let's get you patched up. Ja. Genau. Weil die Wunde an seinem Bein sah jetzt nicht so geil aus, also. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Look. Lara. We need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Lara. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. So, eine neue Stemmaxt. Well, let's hope I'm a fast learner then. Natürlich. Just be careful, Lara. Sie muss jetzt eigentlich nur anwenden, was der Roth ihr beigebracht hat. Bloß durch seine Verletzung ist ihr jetzt keine Hilfe. Das heißt, sie muss jetzt alleine durch. Kletteraxt. Okay. Drücken Sie E, um zerklüftete Wände hochzuklettern. Das heißt, ihr seht es ja hier, da wo halt so diese ganzen Einfurchungen drin sind in der Wand, da können wir hochklettern. Das heißt, wir können nicht an jeder beliebigen Wand hoch, sondern wir müssen wirklich abwarten, dass wir diese Spezialwände hier finden.
dann können wir da auch relativ schnell andere Orte erreichen. Hier kann man natürlich auch einfach so abkürzen, da brauchen wir jetzt nicht hochklettern, aber hier müssen wir dann wieder die Axt benutzen. So. Sprung zur Seite. Und wieder mit E bestätigen, damit wir uns da an der Wand festhalten. Geheimes Grab in der Nähe. So, jetzt war es ja das, was wir gerade uns angeschaut haben. Also wir haben es uns nicht direkt angeschaut, aber wir waren ganz kurz da an dem Eingang, wo der Wasserfall ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Grab auch lösen können, weil es gibt halt Gräber, die brauchen besondere Fähigkeiten, um sie auch dann im Endeffekt lösen zu können oder um, glaube ich, generell reinzukommen überhaupt. Und ja, im Spielverlauf lernen wir halt diverse Sachen, die wir dann einsetzen können. Wir kriegen halt irgendwelche neuen Waffen und auch für den Bogen Verstärkungen. Und wenn wir die haben, dann können wir zum Beispiel bestimmte Türen aufmachen oder auch Barrikaden vernichten. So. God for Roth's training. All those treks, all those climbs. It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here, and they're organized. They're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? What are they looking for? Tja, Lara, Fragen über Fragen. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Wir haben jetzt Tierkadaver plündern oder Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden raus. Das heißt, wir können das so einstellen, dass die Lara die Feinde wieder rausziehen kann. Die Pfeile rausziehen kann aus den Feinden. Sind konzentriert, haben sie mehr Zeit, ihren Bogen zu zielen. Ich glaube, das nehme ich mal. Ich glaube, dann hat man so eine Art Slow-Motion-Effekt, ganz kurz. 2 von 10 Laras Tagebücher. Und da geht's dann auch schon rein in das Grabmal. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Warte mal. Ich glaube, da müssen wir uns die Fackel anzünden und... Genau, da gibt es ja dieses Gegengewicht und ich glaube, dass die Dinger hier den Käfig, auf dem wir gerade stehen, zu schwer machen. Und wenn wir die jetzt auch noch verbrennen, dann ist der Käfig etwas leichter. Geht dadurch viel, viel höher, oder? Warte mal. Ja, das war's. So, und dann springen wir hier ran. Das war's. Ja, also es gibt halt mehrere solcher Grabmale und da muss man dann rein und muss gucken, wie man dann zu der Schatztruhe am Ende hochkommt. Und wir haben das Grabmal auch abgeschlossen. Und sie hat immer gefühlt so eine fette Truhe mit ganz vielen Sachen drin und nimmt sich dann irgendwie gefühlt nur eine Münze raus. Grab der Unwürdigen gemeistert. Okay, das hätten wir also schon mal. Dann nehmen wir mal hier die Abkürzung. Und am Lagerfeuer können wir auch das nächste schon skillen. So, was haben wir hier noch? Da können wir nichts mehr machen. Wir können aber hier irgendwas machen. Das mache ich jetzt auch mal. So. Da ging es, glaube ich, wieder zurück, oder? Ja. Dann wäre das jetzt auch geklärt. Ich glaube, die macht sich jetzt hier automatisch die Fackel an, oder? Ja. Es ist ihr dann doch zu dunkel. Ah, es ist wirklich duster hier drin. Karte aktualisiert. Drücken Sie Tabulator, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen.
Ist auch noch ein Grabmal, oder? Hier ist noch ein Geocache. Hier sind noch ein paar Dokumente. Also hier kann man sich die Karte anschauen, kann gucken, wo man hin muss. Und da zum Beispiel wäre, glaube ich, eine Schatzkarte versteckt. Rauszoomen. Ja, okay. Schritt für Schritt. Wir können ja nochmal in Orte zurückgehen, um uns die Sachen da komplett rauszuplündern. Vielleicht kriegen wir ein 100% Ding hin. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das machen wir erstmal in der Story weiter. Wir werden durch die ganzen Tagebücher sowieso mal wieder mal aufgehalten. So, darüber müssen wir jetzt auch noch ganz kurz. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, dass wir hier rüber gehen, weil... Na komm, Lara. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Ups. Das war jetzt aber knapp. Da habe ich mich jetzt schon runterfallen sehen. Ich würde jetzt aber gerne hier rüber gehen, bevor ich da wieder runterfalle. Ah. Kann ich nicht anzünden, weil meine Fackel ist aus. Ah, hier ist wieder ein Tagebuch. To some of the villages on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Rumors abound of the queen's communion with the spiritual world. They say she commands the sun and the rain, that her lands are abundant by her will alone. This is certainly nonsense, but what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? I saw absolute reverence in their eyes when they spoke of her. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her storm god. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Und da haben wir jetzt wieder von dem Botschafter eine Mitschrift gefunden. Hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk. Und er hat darüber halt berichtet, dass die Menschen, die halt unter ihr leben, halt irgendwie so eine Bewunderung und auch so eine Mischung aus Bewunderung und halt Furcht haben. Und die Steuern sind moderat, die Sturmwache schützt die Leute und sie haben eigentlich überhaupt nichts irgendwie, was sie irgendwie beanstanden könnten. Und er meint, das kann sich sehr schwer erweisen, da jetzt irgendwie für Unzufriedenheit zu sorgen, weil seine Aufgabe ist halt, das Volk so ein bisschen gegen sie aufzulehnen. Und er merkt, dass das nicht so leicht werden wird, wie sich das sein Auftraggeber vorgestellt hat. Da leuchtet was. Ah, gib's auf. Na komm. Lara. Lara. Aufheben. Hallo. Komm. So, 5 EP. Aber 5 EP sind 5 EP. So, da geht's auch noch hoch. Und da ist auch schon wieder ein Relikt. A kind of mortar, a pestle. Probably used for preparing medicinal herbs. Eine Art Mörser oder Stößel, wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern untersuchen. There are small bone fragments in the mortar well. Hopefully animal bones. Okay, und sie hat kleine Knochenfragmente entdeckt und hofft natürlich jetzt, dass das von Tieren ist. Ah, da geht's auch noch rauf aufs Dach. Ah, da sind ja die
Die Eier, von denen ich mal geredet habe. Eierwilderin. Das heißt, hier können wir Eier stehlen.